Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute ein Nachtvideo, ihr seht es. Es ist dunkel, ich habe schon meinen Schlafanzug an und warum das so ist, erfahrt ihr später. Aber erstmal kommen wir jetzt zum Video und das ist ein Video, was ihr euch super oft gewünscht habt und zwar Tipps zum Schwangerwerden. Laura, worauf kann ich achten, damit wir ganz schnell schwanger werden? Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Tipp Nummer 1 an und ich finde, das ist so ein mega wichtiger Tipp. Zyklus beobachten und wirklich den eigenen Körper kennenlernen und das ist ja so etwas, gerade wenn man lange verhütet hat, vielleicht lange die Antibabypille etc. genommen hat, muss man erstmal wieder seinen Körper kennenlernen, muss erstmal wieder schauen, wie verhält der sich, wie ist das mit meiner Regelblutung, wie regelmäßig kommt die vielleicht erstmal gar nicht oder muss ich das Ganze erstmal einpendeln, ist es von Beginn an schon sehr regelmäßig, das ist wirklich von Frau zu Frau so wahnsinnig unterschiedlich. Also schaut erstmal, dass ihr euch da ein bisschen einfindet quasi wieder in euren Körper, so ein bisschen hineinspürt auch, vielleicht auch Anzeichen merkt, könnte jetzt ein Eisprung sein oder vielleicht bekomme ich bald meine Regelblutung und auch anfangt, das aufzuschreiben. Das hat mir mega geholfen. Ich habe mir auch so eine App dazu runtergeladen, wo ich dann einfach das immer eintragen konnte. Es fiel mir ein bisschen leichter. Manche notieren das aber auch im Kalender, dass ihr einfach so ein bisschen Gefühl wieder für euren Körper, für euren Zyklus bekommt und schaut, wie sich das einpendelt. Und falls der Zyklus etwas auf sich warten lässt oder ihr das Gefühl habt, boah, das ist so unregelmäßig oder kommt gar nicht in Gang, lasst euch da auf jeden Fall auch nochmal von eurer Frauenärztin, eurem Frauenarzt beraten. Viele Frauen berichten ja auch von Mönchspfeffer, den sie eingenommen haben. Auch danach könnt ihr auf jeden Fall bei eurem Arzt, eurer Ärztin nachhaken. Und der nächste Punkt ist, Stress und Druck runterfahren. Ja, alle, die einen Kinderwunsch haben, haben diesen Tipp garantiert schon mal gehört. Er gilt nicht nur bei Kinderwunsch, er gilt auch in der Schwangerschaft, im Wochenbett und in der ganzen Zeit mit Baby sowieso und auch darüber hinaus. Also prinzipiell gilt Stress und Druck ein bisschen runterfahren, so wie es möglich ist. Aber mir ist auch klar, dass das nicht immer zu beeinflussen ist und dass es auch einfach Situationen gibt, die vielleicht Druck erzeugen oder die stressig sind und die man auch nicht unbedingt immer beeinflussen kann. Von daher versucht euch mit dem Stress runterfahren, nicht allzu viel Stress zu machen und schaut einfach, dass ihr einfach versucht, so ein bisschen Gleichgewicht dort zu bekommen. Macht euch aber auch nicht zu viel Stress mit dem Schwangerwerden, denn auch das kann ja wiederum einen ganz gut unter Druck setzen. Ihr habt Zeit, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, dass das auch eine ganze Weile dauern kann und bei einigen ist es wirklich so, es klappt gefühlt beim ersten Mal und bei anderen dauert es aber auch bis zum Jahr oder auch länger. Also versucht euch da etwas zurückzulehnen und dem entspannt entgegenzusehen, so gut es geht. Und der nächste Punkt ist, sein Körpergewicht zu normalisieren. Und das kann Gewichtszunahme sein oder auch Gewichtsabnahme. Denn Untergewicht wie auch Übergewicht können zu Zyklusstörungen führen, können somit auch die Fruchtbarkeit beeinflussen. Es kann zum Beispiel sein, dass kein Eisprung stattfindet oder auch, dass die Regelblutung ausbleibt. Deswegen schaut, ob ihr euch irgendwo Richtung Normalgewicht bewegen könnt. Und ich weiß, das ist immer viel leichter gesagt als getan und bei vielen ja auch wirklich schon mit einer Vorgeschichte belastet. Deswegen aber trotzdem bei Kinderwunsch einfach mal schauen, hey, was kann ich in meinem Alltag vielleicht noch optimieren? Am Ende ist es so, dass natürlich keiner weiß, hey, wenn ich zunehme oder abnehme, klappt es dann schneller mit dem Schwangerwerden, aber es ist gegebenenfalls ein Schritt in die richtige Richtung. Und der nächste Punkt, Schlaf. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Regelmäßiger Schlaf, ja. Das ist so ein Thema, manchmal auch gar nicht in unserem Alltag so einfach umzusetzen. Viele arbeiten zum Beispiel im Schichtdienst oder können auch nachts nicht gut schlafen, haben gegebenenfalls mit Schlafstörungen zu tun. Und auch das kann unseren Zyklus beeinflussen und somit auch die Fruchtbarkeit beeinflussen. Deswegen wäre es auf jeden Fall gut, wenn ihr schaut, dass ihr regelmäßig schlaft und dass ihr euch eine gute Schlafumgebung einfach schafft. Also in eine Umgebung, in der ihr auch gut zur Ruhe kommen könnt. Ganz, ganz wichtig. Und wie kennt man das so oft? Man hört es, irgendwie ein Pärchen war im Urlaub, haben vorher lange versucht, schwanger zu werden und sie kommen aus dem Urlaub wieder und plötzlich hat es geklappt. Ja, man ist entspannt, man schläft vielleicht entspannter, man schläft regelmäßiger, man ist vielleicht ausgewogen, man ist regelmäßig über den Tag verteilt und man ist generell einfach, ja, von Druck und Stress ja auch meistens im Urlaub etwas verschont. All diese Dinge können sich dann doch auswirken auf den Zyklus. Und jetzt würde mich interessieren, denn hier schon viele unter uns sind, die schon ein Baby bekommen haben, wann seid ihr denn schwanger geworden? War das zufällig auch im Urlaub? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und der nächste Punkt passt auch ganz gut dazu, sein Körpergewicht zu normalisieren. Schaut, dass ihr regelmäßig und ausreichend esst und trinkt und euch ausgewogen ernährt. Auch das ist immer leichter gesagt als getan, gerade im Alltagsstress und wenn man irgendwie viel arbeitet und vielleicht auch keine Zeit hat, frisch zu kochen und so weiter.
Aber schaut doch mal, ob ihr da irgendwie etwas optimieren könnt. Das würde sich auf jeden Fall auszahlen und kann sich natürlich auch positiv auf euren Kinderwunsch auswirken. Und denkt auch daran, ab Kinderwunsch auf jeden Fall Folsäure zu supplementieren. Und der nächste Punkt, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Alkohol, Rauchen, Drogen, alles nach Möglichkeit tunlichst vermeiden. Und bitte auch aufpassen mit zu viel Koffein. Das ist ja auch so etwas, was man wirklich ja viel oder häufig auch einfach so unbewusst zu sich nimmt. Zum Beispiel, wenn man zum Beispiel dunkle Schokolade gerne isst oder auch in manchen Müslis ist zum Beispiel Koffein mit drin oder auch in gewissen Teesorten etc. Das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, dass man doch relativ viel Koffein auch so über Lebensmittel aufnimmt. Also auch darauf achten, dass ihr so ein bisschen euren Koffeinkonsum runterfahrt nach Möglichkeit. Und der nächste Punkt, kein Mythos, Sitzheizung, warme Bäder, zu enge Hosen, Saunagänge, liebe Männer, vielleicht fahrt ihr das ein bisschen runter, denn die Spermien mögen es gerne kühl und auch das kann sich natürlich auf die Fruchtbarkeit auswirken. Und der nächste Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, ist euren Arzt, eure Ärztin aufsuchen. Also falls ihr noch keinen Frauenarzt, keine Frauenärztin habt oder wenn ihr nochmal wechseln möchtet oder, dann ist jetzt auf jeden Fall bei Kinderwunsch der richtige Zeitpunkt, sich auf die Suche zu machen, schon mal einen Termin vorab auch gerne zu vereinbaren und einfach mal alles durchzusprechen, worauf ihr noch achten könnt, mal von eurem Zyklus zu erzählen, darüber zu berichten, womit ihr verhütet habt bis jetzt, ja, wie sich jetzt der Zyklus vielleicht nach Absetzen der Verhütungsmethode eingependelt hat, was vielleicht eure Probleme sind, dass ihr einfach mit eurem Arzt, eurer Ärztin des Vertrauens darüber sprecht und euch gegebenenfalls beraten lasst, auch zu Nahrungsergänzungsmitteln wie Folsäure etc., vielleicht Impfungen, die noch aufgefrischt werden müssen, all diese Dinge auf jeden Fall frühzeitig mit eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin besprechen. Und der nächste Punkt, sollten wir wirklich nur am Tag des Eisprungs miteinander schlafen? Nein! Auf jeden Fall auch schon die Tage davor nutzen, denn die Spermien können ja durchaus überleben eine ganze Zeit und zwar 72 Stunden, manche Quellen sagen sogar bis zu 5 Tage. Von daher nutzt auf jeden Fall die Tage auch vor dem Eisprung, die euch helfen können dabei, schneller schwanger zu werden. Und das Wichtigste ist, habt Spaß an der Sache, schlaft gerne miteinander, wann ihr Lust aufeinander habt und ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass es ganz schnell klappt und falls ihr gerade schon schwanger sein solltet, frisch schwanger, herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ach so, und jetzt wollte ich euch ja noch erzählen, warum ich hier eigentlich im Schlafanzug sitze. Ja, also Grace und ich sitzen hier im Schlafanzug. Ich habe heute schon 85 Mal versucht, dieses Video zu drehen. Es war nicht möglich. Jetzt habe ich alle Kinder ins Bett gebracht und ich muss einfach jede ruhige Minute, oh Gott, jede ruhige Minute dafür nutzen. Grace, hör auf jetzt. So, da ist keiner, entspann dich. Sogar der Hund dreht durch. Bis dann. Sag mal, Schatz, stehst du da um die Ecke? Oh, ich werde noch wahnsinnig, die schlafen doch nicht.